denkst dir wahrscheinlich nur, hey, mach mal weniger Krach hier da drüben. Ich versuche zu schlafen. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Dark Souls von Dom 93 Chovo. Ja, ich bin jetzt nochmal hier, weil, wie ihr seht, da bin ich erst am Schluss gekommen, als ich geschnitten habe. Ich muss ja erstmal die Schwerter hier bei den Damen abliefern. So, genau, schön fest in die Hand nehmen. Die Frau kennt sich aus. ja. Und auch wenn ich das jetzt weiter geschafft hätte, dann hätte es mir das ja nichts gebracht, weil ich ja noch das eine Schwert gehabt hätte. Gut, ich glaube, ich muss... Ja, es hat an der Stelle gespeichert. Na toll. Das heißt, alles nochmal von vorne, bitte. Alles nochmal auf Anfang. Im Darksiders Mechanismus befreien. Szene 2, die zweite. Natürlich. Wo muss ich nochmal? Ach, da drüben hin. Ja. Gut, und jetzt spiel ich mal. Springe wie ein junges Rehlein. Am Frühjahrsmorgen. Gut, wunderbar. So. Dann Shuriken. Und bam. Alles klar. So weit, so gut. Aber es kann ja auch noch weitergehen. Puh. Vielleicht hätte ich ihn lieber nicht von fortfahren machen sollen, sondern einfach von laden. Wäre sinnvoller gewesen. Wa? Komm, nicht ohne mich weggehen. Das müsste von der Seite reichen jetzt. So. Und weiter. Schaffe ich das? Schaffe ich. Haha. Na also. So, lieber zielen, damit ich auch mich nicht irgendwie verschieße. Und lieber in Deckung gehen. Jawohl. Gut, dann ist eigentlich alles, was am Ende des letzten Parts passiert ist, wieder aufgeholt. Wunderbar. Ach ja, auf der anderen Seite geht es noch weiter. Heiße Lady. Na, die, mit der möchte ich gerne Bekanntschaft machen. Ach ja, die Dämonen, die Flammen schwingen. Hallo, da bist du ja. So frech, wie du bist. Hier habe ich keine Bomben zum Schmeißen, oder? Nein. Ich kann mich da auch nicht irgendwie rüberhangeln. Nein, ist er nicht. Ich muss aufs Karussell warten. So. Feuer frei! Moment, da kam noch eine, das weiß ich. Das weiß ich noch, da kam noch eine. Da kam doch noch eine. Hätte Ausschau kriegt. Die muss hier irgendwo sein. Gut, dann war da halt doch nichts mehr. Haben mir meine Augen wieder einen Streich gespielt. Geht doch mal ein bisschen schneller. So, da drüben ging es noch weiter. Mal sehen, was haben wir denn hier? Moment, da muss ich jetzt gerade mal überlegen. Taucht die Flammenschwinge hier noch auf? Ja, nein. Hat sich wohl gedacht, nachdem sie gesehen hat, wie der andere niederging. Da bleibe ich lieber unten. Lies noch meine Cartoons weiter. Ja, gut. Mal sehen. Eine aktive Bombe? Kann ich eigentlich mehr als einer da haben? Weil, wenn ja, dann habe ich, glaube ich, schon die Idee. Mal sehen. Die bleibt ja noch. Die bleibt ja aus. So. Jetzt testen wir mal. Bleibt die da? Okay. Wir können also mehrere Bomben gleichzeitig erziehen. Da habe ich jetzt... Dann müsste das im Grunde gehen. So, noch ein. Und dann werden wir mal sehen, ob mein Gedanke Wahrheit enthält. Denn jetzt haben wir eine Linie. Feuer frei und... Geil. Wow. Geil. Geil gemacht, finde ich, von den Entwicklern. Tolles Rätsel. Das sind so Kleinigkeiten, die ich einfach bei Spielen... Die ich bei Spielen toll finde. Es kommt da jetzt... Ein zweiter Engel. Gut.
So kriegen wir natürlich aber aus. Wunderbar, wunderbar. Denn die heiße Lava tut uns ja nicht gut. Ha, 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 ha. Na? Weiter. Weiter raus. Oh. Oh, wenn das jetzt geht. Wenn das jetzt geht. Das will ich jetzt testen. Ja gut. Glaubst du mal, ich dachte, es würde jetzt so in der... Es würde da noch explodieren. Na, wo ziehst du einen Hinkrieg? Aufladen und Feuer frei. Alles klar. Heide Witzka. Ganz schön turbulente Kämpfe. Also, es sind nicht die Kämpfe an sich, die turbulent sind, auch wenn es nur wenige Gegner sind. Einfach die vielen Tasten, die man in dem Fall drücken muss, weil die fliegen die Gegner, die kriege ich ja so nicht. Das ist es ja. Gut. Eins. Und zwei. So. Öffne die Türe. Genau. Halt einfach mal die Klappe. Bei dir kommt eh zu. Ja gut. Und Dampf ablassen. Ja. Du hast so ein heißes Temperament. Oh, Seelen. Seelen sollen wir nicht fehlen. Haben wir da auch was? Ah, Doppelseelen. Gut. Und das Schwert. Tut mir leid, meine Dame, aber ihre Schwester braucht es auf der anderen Seite. Ah, vorsichtig in die Lava laufen. So. Das bleibt jetzt stehen, oder? Ja, anscheinend, hier sind wir jetzt fertig. Wir brauchen nur noch ein Schwert und dann können wir diesen großen Mechanismus bewegen. Ist da was drin in den Käfigen? Nein. Hm. Ja. So, bitteschön, ein Geschenk. Von einem Verehrer. Ach, so, die jetzt geht Tür auf. Die Tür auf. Gut, die hab ich gar nicht bemerkt. Welche waren das? Das war die da oben. Vermute ich mal. Oh, das war jetzt schief gegangen. Ja. Lavabahn ist in keinem Spiel gut. Minecraft ist ein gutes Beispiel. Kam ich von da oder... Ja, von da kam ich. Aber was war dann die Tür, wo ich noch... Au, Backe. Bin ich bescheuert. Dann war es... Dann muss es das untere Tor hier gewesen, oder? Kann ich... Gut, den Haufen kann ich nicht zerstören. Ich hab... Na gut, da haben wir was. Macht euch bereit, hier sind irgendwelche. Ich hab's gewusst. Kommt nur her. Kommt her. Kommt her, wenn ihr euch traut. Na, na, na. Alle Mann auf einen. So, na, wer will noch? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? So. So, und... Reising Massaker! Achso, das war der andere mit dem Finisher. So, du komm mal her, du! Also, den habe ich da oben katapultiert, na sowas. So. Freiflugticket nur für dich. So. Ich weiß ja gar nicht, machen die. Finisher eigentlich mehr sehen, dass mehr sehen erscheinen? Keine Ahnung. Hey, da war doch eine Truhe. Also, ich will jetzt die Truhe haben, da das ist... Möchte... Also, die haben sich... Ah, die Kisten, die Truhen sind schlau, die haben sich fertilisiert. Gut. Das ist so ein Zornkernteil, oder? Wie viel brauche ich denn da? Ich brauche noch zwei Stück, oder? Also, vier. Und das war mein zweites. Gut, noch zwei. Und dann können wir mehrmals unsere Technik einsetzen, unsere Technik kennen. Da gibt es ja auch. Es gibt ja noch viele andere. Schlüssel des Betrachters. Waren hier ein Tor? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo ein Tor gesehen habe. Und so ein Tor mit dem Auge würde mir auffallen. Da bin ich mir sicher. Wo war ich jetzt eigentlich noch nicht? Hm. Das zeigt mir ja auch unten nicht an, wo ich hin muss. Moment. Wartet mal kurz, Leute. Nein, das war das nicht. Wo muss ich hin? Ach, hier muss ich durch. Okay. Das heißt, gegen... Wo muss ich dann lang? Das müsste... Das muss doch da oben sein.
War da echt ein Tor? Da bin ich mir jetzt ganz unsicher. Aber da gibt es nur eine Art, das herauszufinden, nämlich nachschauen. Ja, das war dort. Moment, komme ich so wieder hin? Es müsste gehen. Ah, das ist ein ganz einziges Hin- und Hergelaufe. Das ist wie bei, weiß ich auch nicht, bei Soul Reaver. Das war auch... ganz ruhig. Na, wie geht's denn so? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Hat's dir was ausgemacht, dass du als zweiter dran kommst? Alter, jetzt seid doch nicht... Jetzt stell dich doch nicht so an, das ist doch nur ein Schuriken. Alter, Mensch. Tja. Ah, da ist noch ein zweiter. Aber der kommt da nicht hin, oder? Oh, wow, seit wann können die kleinen Kerle klettern? Das ist mir ja was ganz Neues. Ja. Ja, ich bleib jetzt erstmal hier. Also lass mich, okay? Ich hänge nur rum. Haha, kriegst mich nicht. Na, wie gefällt dir mein Hintern? Na komm, probier doch. Na komm, schlag zu. Schlag zu, komm schon, streng dich an, wenn du was davon haben willst. Okay, jetzt hat er mir auf den... Ja. Das hast du dir so gedacht, hä? Okay. Psst. Vorsichtig, und... Und du bist Geschichte, mein Freund. Aber ich werde mich an dich erinnern. War ich hier schon? Ich muss gerade nochmal auf die Karte schauen. Wo muss ich eigentlich... Achso, stimmt, hier war das Tor, okay. Gut. Moment, kommt hierher. So. Und du auch noch? Komm du her. Jetzt bist du noch du übrig. Du denkst dir wahrscheinlich nur, hey, mach mal weniger Krach hier da drüben. Ich versuche zu schlafen. Du wirst gleich schlafen. Für ewig. Ein ewiger Schlaf. In den Flammen. Ich kann nicht böse lachen, aber so böses Gerede, sowas habe ich drauf. Aus meiner Ansicht nach, finde ich. Also müsste ich mal sowas wie ein Bösewicht spielen, dann hätte ich... Sieht das gar nicht so schlecht aus. Da drüben komme ich so niemals hin. Das heißt, wir brauchen irgendwelche Plattformen, die erscheinen müssen. Ja, und da haben wir schon den Mechanismus dafür. So. Gut. Eine. Das heißt, da drin muss es noch weitergehen. Yep. Das sieht mir wieder nach so einem Gemetzel aus. Deshalb würde ich sagen, meine Lieben, hier beende ich... Nein, ich beende den Part noch nicht. Ich werde erst mal sehen, was passiert. Der Gefängniswärter. Ich glaube, du hast was im Gesicht. Du hast irgend sowas. Keine Ahnung. Leute, ich denke, ich mache hier lieber doch jetzt mal Schluss, denn der Kerl wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. So eine mutierte Eiterbeule ist kein Zuckerschlecke. Falls euch dieser Part gefallen hat, meine lieben Damen und Herren, dann lasst es mich bitte wissen und dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder bei Let's Play Darksiders. Verbreitet diesen Part auch unter euren Freunden, damit meine Zuschauerschaft steigt. Das würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns. Ich bin euer 93 Jovo, beziehungsweise hören wir uns, je nachdem. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye. Also ich habe euch jetzt gewunken, also nur damit ihr es versteht. Das mache ich natürlich auch dort. Und tschüss.